Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Sie wundern sich vielleicht darum, dass ich hier so ein rotes Bändchen oder hängen habe. Ich habe eine sehr schöne Aktion kennengelernt, Castrop gegen Corona. Der eine oder andere wird Menschen auf Facebook gesehen haben oder vielleicht auch schon in der Presse, die mit dieser besonderen Maske, die wir ja alle ab Montag, also nicht diese unbedingt, aber Masken, die wir am Montag alle zumindest in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln tragen müssen, herumgelaufen sind. Das Schöne an dieser Maske finde ich, dass sie natürlich einmal rot ist, zum anderen aber, dass sie die Aufschrift hat, wir und ich durchgestrichen. Wir, das wir sollen wir im Blick haben, füreinander einen Blick haben, füreinander Verantwortung tragen. Und ich glaube, diese Botschaft gehört auch zu diesem Sonntag. Denn dieser Sonntag ist der Sonntag des guten Hirten. Und ein guter Hirte hat das Wir in besonderer Weise im Blick. Da geht der Blick weg von mir selber hin zu den vielen anderen, die mich umgeben, die in meiner Herde sind. Und vom guten Hirten heißt es, dass er keines seiner Schafe aus dem Blick verliert. Und so passt, glaube ich, der Wochenspruch für die kommende Woche auch sehr gut zu dieser Aktion. Castrop gegen Corona. Wir statt ich. Ich lese den Wochenspruch ohne Maske. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir sehen.
Zum Sonntag vom guten Hirten gehört der Psalm 23. Und das ist wahrscheinlich der Psalm, den Sie und ihr alle irgendwann einmal auswendig im Konfirmandenunterricht gelernt habt. Wir werden diesen Psalm deswegen heute Morgen nicht im Wechsel sprechen, sondern gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Sometimes I wonder. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut.
Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will meine Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich selbst will meine Schafe weiden und will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett ist und stark, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königstisch für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Ich kann Heute ist der sogenannte Hirtensonntag. Das Bild vom Hirten mit seinen Schafen ist heute groß im Kurs. Wir haben es eben in der alttestamentlichen Lesung gehört. Durch den Propheten Hesekiel prangert Gott die schlechten Hirten Israels an. Die Führer der Israeliten haben das Volk nicht gut geführt. Sie haben beim Regieren die Menschen aus dem Blick verloren, sich nicht um sie gekümmert und stattdessen sich selbst bereichert. Der Hirte, der seine Schafe weidet, ist ein uraltes Bild. In der Bibel wird es sehr oft verwendet. Der Hirte mit seinen Schafen hat viele Herzen berührt. Dieses Bild spricht ohne große und schwierige Worte das Verhältnis eines Hirten zu seinen Schafen an. Man kann es verstehen, sich da rein hineinversetzen, selbst wenn man wie ich aus der Stadt kommt und einer Herde mit Schafen, mit ihrem Hirten höchstens mal bei einer Radtour über den Weg gelaufen ist.
Sie sind weniger geworden, aber es gibt sie noch, die Hirtinnen und Hirten, die das ganze Jahr durch bei Wind und Wetter ihre Schafherden über die Lande führen. Das Bild vom Hirten mit seinen Schafen lässt sich aber auch auf viele andere Bereiche übertragen. Hirtinnen und Hirten gibt es an vielen Stellen. Eigentlich immer dort, wo eine Person oder eine kleine Personengruppe für eine größere Gruppe zuständig ist. Da sind zum Beispiel die Hirten und Hirtinnen in der Politik, die versuchen, die Bevölkerung zu leiten. Da sind die Hirten in unseren Krankenhäusern, die Stationsschwestern oder die leitenden Ärzte, die organisieren und anleiten. Es gibt die Lehrerhirten mit ihren Schäfchen, den Schülern. Und natürlich wir Pastoren. Pastor, das ist lateinisch und heißt übersetzt Hirte. Auf viele andere Berufe lässt es sich übertragen und bestimmt auch auf private Konstellationen, zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern. Viele Konstellationen weisen Ähnlichkeiten mit dem Verhältnis zwischen Hirte und Schafen auf. Und zurzeit fühlen sich viele Menschen wie irrende Schafe. Auch vielen von uns Christen geht es so. Uns fehlt die Nähe zu der Herde, der Zusammenhalt und das gewohnte Gefühl, mit den Hirtinnen und Hirten unseres Lebens zusammen zu sein. Die Zoom-Meetings, Telefonate und andere technische Möglichkeiten sind eine tolle Chance, aber sie sind kein Ersatz für echte menschliche Zusammenkünfte. In der Situation, in der wir uns befinden, wird es uns gut tun, uns Gott, dem Hirten unserer Seelen, zuzuwenden. Im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, da heißt es: Ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Gott verwendet das Bild des guten Hirten, um uns zu verdeutlichen, wie er selbst ist. Wie muss denn ein Hirte sein, damit er ein guter Hirte ist? Welche Voraussetzungen muss er erfüllen? Das erste ist, er braucht Know-how, Fachwissen. Ein echter Hirte muss wissen, wo er geeignetes Weideland findet. Er muss wissen, wie lange er dort mit seiner Herde bleiben kann. Er muss die Landschaft kennen wie seine Westentasche. Er sollte die Zeichen der Natur lesen können, die Witterungsverhältnisse einschätzen. Er muss wissen, welche Ausrüstung er benötigt, welche Gefahren seinen Tieren und ihm selbst drohen. Und natürlich muss er wissen, was seine Schafe brauchen. Bei Hirten im übertragenen Sinn ist das auch so. Bei den Hirten im Krankenhaus vertrauen wir darauf, dass sie eine medizinische Fachausbildung aufweisen und dass sie selbstverständlich wissen, was sie tun. Bei den Lehrern ist pädagogisches und didaktisches Know-how gefragt. Und manchmal ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Menschen, die leitende Positionen haben, meist auch eine hochwertige, mehrjährige Ausbildung haben. Es passiert nämlich leicht, dass man sich mit Milchmädchenweisheit anmaßt, darüber zu urteilen, was sie tun und entscheiden. Zum Beispiel die Politikerhirten. Über sie und ihre Verordnungen zu schimpfen ist leicht. Aber ich möchte nicht wissen, wie schwierig es ist und wie belastend zurzeit ein Land zu regieren. Die Politiker wollen die Bevölkerung durch die derzeitige Krise führen. Und das ist ein hochkomplexes Unterfangen. Wie ist es mit dem Know-how bei Gott, dem Hirten, und wir, den Schafen? Mir ist schon bewusst, dass ja mit einem Schaf verglichen zu werden für die meisten nicht so angenehm ist. Die Assoziationen, die da vielleicht kommen, sind eben, ja, ich will doch kein einfältiges Schaf sein, das einem Hirten treu doof hinterhertrottet.
Wir wollen doch selbst Entscheidungen treffen. Wir sind doch viel verständiger als Schafe. Wir wollen planen, gestalten und wir haben auch selbst Wissen, was uns weiterhilft. Es könnte hilfreich sein, sich in dem Bild mehr auf das Verhältnis zu konzentrieren. Das Verhältnis Schaf zu Hirte. Wenn wir unseren Blick darauf richten, wie viel verständiger ein Hirte ist als Schafe, wie viel weiter sein Blick und seine Einsicht reichen, wie hoch sein Verständnis der Gesamtlage ist. Wenn dies vielleicht auch mit dem Verhältnis des Know-how von Gott und uns vergleichbar ist, dann wird das Bild vom Hirten und seinen Schafen vielleicht etwas angenehmer. Gott hat den Überblick über alles, was uns geschieht. Er sieht unsere Zukunft. Er weiß bereits, wie es ausgehen wird. Er sieht uns, wie wir uns wieder versammeln und umarmen. Und er kennt den Zeitpunkt, wann das sein wird. Er kennt auch die Ursache des Virus. Und er versteht, welche Auswirkungen es auf unsere Welt hat. Er weiß, ob und was wir aus der Situation lernen werden. Mit Sicherheit ist es noch eine große Untertreibung, das Verhältnis von Hirte zu Schaf mit dem Verhältnis Gott-Mensch gleichzusetzen. Schließlich ist Gott allwissend und allmächtig. Er braucht keine Ausbildung, um ein Experte zu sein. Er ist Gott. Er weiß, was er tut. Es tut gut, das zu hören. Wenn Gott weiß, was er tut, dann möchte ich gerne ein Schaf seiner Herde sein. Die zweite Voraussetzung, die man braucht, um ein guter Hirte zu sein, ist Erfahrung. Je älter man im Leben wird, desto klarer kann man den Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung ausmachen. Wissen, das kann man sich mit Fleiß aneignen. Erfahrungen kann man nur machen. Ein junger Hirte, der alles gelernt hat, was er für den Hirtenberuf benötigt, wird versuchen, alle Regeln der Hirtenkunst anzuwenden, um alles möglichst richtig zu machen. Ein erfahrener Hirte entscheidet sich vielleicht auch einmal dafür, etwas bewusst anders zu machen, als er es gelernt hat, weil er durch die Schule des Lebens gegangen ist und die folgt völlig anderen Regeln. Ich selbst habe bereits einige Male in meinem Leben erlebt, dass es besonders die Erfahrungen von Krisen sind, die mich bereichern. Wenn ich mitten in einer Krise bin, kann ich mitunter nur schwarz sehen. Ich kann mir schwer vorstellen, wie sich meine missliche Lage lösen soll. Und manchmal denke ich, es wird mir nie wieder besser gehen. Aber wenn es mir dann wieder besser geht und sich Probleme auf eine Art gelöst haben, die ich mir nicht mal im Traum vorstellen konnte, dann beginne ich aus der Krisensituation zu lernen, nach ihrem Sinn zu forschen und ihr vielleicht auch etwas Gutes abzugewinnen. Das geht eigentlich nur im Rückblick. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes hat ein verrücktes Experiment gemacht. Er macht eine sogenannte Regnose. Das heißt, er versetzt sich virtuell in die Zukunft und blickt aus der Zukunft zurück in die Jetztzeit. Also er überlegt, wie wir im Rückblick über die Krise denken könnten, dann, wenn wir sie bereits überwunden haben. Das ist ziemlich verrückt, aber sehr spannend. Wir hören einige Zeilen aus dem Text »Die Welt nach Corona«. Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen. Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt durch Abwertung vom Leibe zu halten, war plötzlich reichlich out. Die Übertreibungsangsthysterie in den Medien hielt sich nach einem kurzen ersten Ausbruch in Grenzen. Medizinischer Fortschritt half.
Aber wir haben auch erfahren, nicht so sehr die Technik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende. Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, gab den Ausschlag. Die human-soziale Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich alles lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt. Vor der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch oder nur noch wenige Hartgesottene glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorüber. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen. Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Erfahrungen sind sehr kostbar. Erfahrungen von Krisen, die wir gut überstehen, machen uns stärker und gelassener in zukünftigen Krisen. Ein Hirte mit Erfahrung ist besser als der schlaueste Hirte mit dem meisten Wissen. Aber wie ist das denn nun bei Gott? Braucht Gott Erfahrung, um ein guter Hirte zu sein? Wohl kaum. Gott schuf aus dem Nichts den Himmel und die Erde. Gott ist bereits, als noch nichts war. Gott braucht keine Erfahrung. Er braucht sie nicht, aber er wollte sie. Darum ist er in der Person Jesus auf die Welt gekommen. Jesus machte die Erfahrung, Mensch zu sein. Darum kann er uns so gut verstehen. Er weiß nicht nur, was wir durchmachen. Er hat es am eigenen Leibe erfahren, wie es ist. Er hat gespürt, wie schön es ist, mit Menschen zusammen zu sein, die er gern hat. Mit ihnen zu essen, zu feiern, zu lachen. Er hat erlebt, wie es ist, von seinen Freunden getrennt zu sein. Mehr noch, er hat erfahren, wie es ist, von ihnen verlassen, verleugnet, verraten zu werden. Er hat Erfahrung darin, zu leben, zu lieben, zu leiden und zu sterben. Gott, unser Hirte, ist nicht ein allwissender und darin ein ferner, unnahbarer Gott. Er hat Lebenserfahrung. Er versteht uns. Die dritte und bestimmt die wichtigste Voraussetzung, die ein guter Hirte braucht, ist, er muss seine Schafe lieben und er muss seinen Beruf lieben. Einen Beruf kann man nur richtig gut ausüben, wenn man ihn gern macht. Das ist mir zurzeit bei vielen Berufen bewusst geworden. Die Altenpfleger müssen mit Leidenschaft bei der Sache sein, wenn sie das zurzeit gut durchhalten wollen. Die Lehrer, die Friseure, die Kellner, sie sind in Schwierigkeiten. Und sie könnten sich ja auch schwarz ärgern und denken, warum habe ich nur nicht was anderes gelernt? Aber wenn sie ihren Beruf lieben, dann werden sie das nicht tun, sondern sie werden sich nach der Ausübung ihres Berufes sehnen und Probleme in Angriff nehmen. Und so auch Gott. Gott, unser guter Hirte, liebt uns, die Schafe seiner Herde. Mit Leidenschaft kümmert er sich um uns. Gott spricht durch den Propheten Hesekiel: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein. Gott geht bis zum Äußersten. Er setzt sein Leben aufs Spiel.
Im Johannesevangelium heißt es, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Wir haben einen Gott, der voller Liebe und Leidenschaft unser guter Hirte ist. Das ist er, wenn er uns seine Herde zusammenhält, in der Kirche, in unseren Gruppen. Aber das ist er auch jetzt, wo wir vereinzelt sind oder in kleinen Grüppchen nur zusammen sein können. Gott, unser guter Hirte, sorgt für uns. Zum Abschluss wollen wir Ihnen in einem kleinen Videoclip zeigen, dass gute Hirten nicht immer nur ihre Herde zusammenhalten. Manchmal halten sie ihre Schafe auch auf Abstand, auf eine sehr kreative Art und Weise. I'm sure some of them are pong, but you know, right, I'm aiming for a snake going down there, yeah? Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, es dauert nun schon so lange, dass unser Leben anders als gewohnt funktionieren muss. Wir möchten gerne wieder die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was wir wo und wann und mit wie vielen unternehmen möchten. Aber wir müssen diese Ungewissheit aushalten. Gerade in Zeiten von Krisen sind wir auf Menschen angewiesen, die weitersehen als wir. Gib den Entscheidungsträgern in Politik, Gesellschaft und Kirche Weisheit für das richtige Maß der Entscheidungen. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. In diesen Tagen vermissen wir die Gemeinschaft und trotzdem rücken wir näher zusammen. Wir gehen achtsamer mit uns und den Menschen um uns herum um. Gib uns Geduld, weiter die Maßnahmen zum Schutz aller einzuhalten. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Wir bringen dir die Familien, die schon so lange die Mehrfachbelastung von Beruf, Unterricht zu Hause, Kinderbetreuung rund um die Uhr aushalten. Schenke ihnen den Blick für das Kostbare,
das in dieser Zeit möglich ist. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für die Menschen, die in ganz besonderer Weise in dieser Krise gefordert sind. Besonders denken wir an die Mitarbeitenden in den Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Sie geben so viel für die Angehörigen, die nun nicht besucht werden können. Behüte sie und gib ihnen Kraft für jeden neuen Tag. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Guter Gott, danke, dass du immer bei uns bist. Du umsorgst uns, wie es ein guter Hirte für seine Schafherde tut. Gib uns offene Ohren und ein offenes Herz, auf deine Stimme zu hören. Lass uns von dir lernen. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich. Guter Gott, wir bringen heute in ganz besonderer Weise auch vor dich die Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Menschen, die nicht mit anderen trauern konnten. Wir nennen dir ihre Namen in der Stille. Lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Und all das, was uns sonst noch bewegt, fassen wir zusammen mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war wieder ein neuer Gottesdienst, den Sie online sehen können. Vielleicht haben Sie in der Presse verfolgt, dass die Überlegungen da sind, Gottesdienste wieder tatsächlich in Gemeinschaft stattfinden zu lassen. Hier in unserer Lutherkirche wird das am nächsten Sonntag noch nicht der Fall sein. Wir werden aber in den nächsten Tagen uns zusammensetzen mit dem Presbyterium, überlegen, wie es weitergehen kann, wie und auf welche Art und Weise wir hier tatsächlich Gottesdienst in Gemeinschaft feiern können. Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie zu sehen. Aber das kann alles noch eine Weile dauern. Gleich werden Sie hier auch an dieser Stelle oder auf dem Video unten eine Kontonummer eingeblendet sehen. Diese Kontonummer ist bestimmt für die Kollekte für den heutigen Sonntag. Die ist nämlich bestimmt für Projekte und Arbeit hier in unserer eigenen Kirchengemeinde. Sie können so Geld überweisen, spenden. Wir werden Ihnen auch eine Spendenquittung zukommen lassen. Herzlichen Dank und bleiben Sie behütet. Bist du bei ihm geborgen, wenn du mit ihm gehst?
Schritte.